Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Rivals. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dem Füße zusammen. Hallo. Ich weiß gar nicht, wo ich das... Warte. Bevor wir jetzt anfangen, ich muss noch was sagen. Was denn du wieder? Nee, nochmal wegen der gestrigen Folge. Ich hatte gestern Abend, ich bin ganz ehrlich, ich konnte nicht einschlafen. Ne? Warum konntest du nicht einschlafen? Ich hatte noch ein schlechtes Gewissen wegen das mit den Kindern. Das war, ich fand das selber nachher zu hart. Wo wir darüber geredet haben, habe ich gesagt... Alter, das ist eigentlich eine Nummer zu hart, was du gerade hier abziehst. Und ich will mich da wirklich nochmal, auch bei den Zuschauern, weil das bestimmt auch nicht lustig rüberkam, und auch bei dir entschuldigen, Alter. Das alles gut, Mann. Mach 50 Paypal und gut ist. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Ich lag nachher noch im Bett. Ich sagte, Alter, das mit den Kindern war zu hart. Was hast du da gemacht? Ach, alles gut. Das ist halt so, wenn man unter Leistungsdruck steht. Ich, ganz ehrlich, ich... habe auch manchmal so Momente, wo ich komplett, wo ich da so abdrifte, weißt du? Und denke dann so, ah, scheiße, hätte es lieber nicht gemacht. Also, es kam zwar bis jetzt noch nie vor in meinem Leben, aber, Spaß. Aber, das ist bei mir meistens so, wenn ich, merke, keine Ahnung, dass ich verliere oder so, dann liegen bei mir die Nerven blank, weißt du? Ach so, ja, kenn ich. Ich weiß, dass du es kennst. Also ich kenne es jetzt nicht so, aber... viel Spaß. Nein, so. Aber was ich eigentlich noch eben auch sagen wollte, Leute, habt das bitte nicht in den falschen Hals. Tino würde nie irgendwelche Kinder beleidigen, weder meine noch von irgendjemand anderem. Nee, das wollte ich nochmal eben gesagt haben. Nicht, dass jeder denkt, also... Ich war selber etwas überrascht in dem Moment, muss ich zugeben. gut, ich, wie gesagt, es ist ja alles easy, alles geklärt. Mein Gott, man kann ja mal... auch mal mit einem Spaß, den man macht, über die Stränge schlagen. Das ist halt so, das passiert, mein Gott. Aber deswegen ist ja keiner sauer oder böse. Scheiß drauf, also. Okay. Vor allem nicht, wenn man so fair und offen dann sagt, pass auf, da das war nicht so gemeint. Dann ist doch alles easy und gut. Okay. Ja, also kein Thema. Wie gesagt, also so eine Entschuldigung und 50 bei Paypal sind immer... sind immer gern gesehen. Ist immer Standard, ne? Da ist alles verziehen. Naja, fast alles. So. Was ist mit dir, Pal? Ja, moin. Und? Ah, so, jetzt müssen wir mal schauen. Ich muss hier mal ganz kurz wohin. Hallo? Hallo. Seid ihr am 77 machen? Ja, das läuft gerade. Ah, super, weil das ist absolute Priorität gerade. Ja. Gut, da fehlt ein Abtanker wahrscheinlich, ne? Richtig. Warte mal, habe ich da schon einen Abtanker hin? Nee. Ich kümmere mich direkt drum. Hier ist Kartoffeln. Ach so, ich habe zwei bei den Kartoffeln stehen. Wie ist denn der Zustand? Kartoffeln? Voll? Achso, der wird wahrscheinlich gerade gar nicht bedient. Der wird gleich bedient, 25% erst. Warte mal, dann nehme ich die 25% da mit, lass den leeren LKW da stehen. Und mach den im Lager leer und komm auf die 77. Jawohl. So, ihr müsstet auch noch Folgeaufträge haben, ne? Ja, wir haben noch einige Aufträge bei Ihnen. Okay, perfekt. Nochmal ganz kurz, und zwar diese Rechnung von ein paar 20.000, was gestern im Livestream... in den Livestream-Aufnahmen dargestellt wurde, dass wir das noch ganz kurz klären, auch für die Zuschauer. Ja. Wie ist da der Sachstand? Da haben wir uns jetzt nochmal beraten und da war halt ein Rechnungsfehler von meiner Seite drin. Also das war durch diese über 30.000-Rechnungen da eigentlich beglichen mit? Genau, ja. Okay, alles klar. Gut, nur das, weißt du, das halt für die Leute ja, auch. Ja, passt alles gut. Ja. Okay, super, danke euch. Jo, bitte. Hallo, ich brauche unbedingt einen Mitarbeiter. Ich brauche unbedingt einen Mitarbeiter? Ja. Okay. Ich weiß nicht, der Herr Strafkammer ist ja aktuell heute Mitarbeiter bei dem Maschinenring. Ja. Ja, ich stehe leider immer im ständigen Konflikt mit dem Herrn Strafkammer, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob der die Arbeiten trotzdem gewissenhaft ausführt. Aber natürlich, Herr Manuels. Ich habe nichts anderes erwartet. Gut. Folgendes, wir müssten wahrscheinlich wieder Ballen laden. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was überprüfen. Ganz kurz. Liebes LU, wird da noch einen Auftrag hinzufügen, und zwar, es könnten alle Wiesen gemäht werden.
Alles klar, wird erledigt. Dankeschön. Auch egal. Ballenwagen schnappen und Wiesenladen. Achso, nee, weißt du was? Komm mal bitte einer zu mir am Hof, die Wollepaletten auf den Anhänger laden, der steht bereit. Jawohl. Habe ich einen entschieden? Natürlich. Eben. Kann ich mit dem hier eben machen. Weil noch eben schnell die Hähnchen sauber. Dann haben wir das auch schon. Dann gehe ich Stroh sammeln. Scheiße. Ich muss aber ganz kurz eine Info raushauen. Ja. Und zwar, ich habe hier so ein komisches Gerät am Arm. Nicht wundern, Leute, das habe ich die nächsten 3 Folgen am Arm. Aber nur weil wir die 3 Folgen quasi im Gesamten aufnehmen. Und zwar ist das ein Blutdruckmessgerät. Ich habe so ein 24-Stunden Blutdruckmessgerät dran. Ich wollte einfach mal so für mein eigenes Interesse mal wissen, wie es bei Rivals so abgeht. Bei mir. Ich wollte gerade sagen, ob das noch Sinn macht hier. Ich geh mal kurz zur Strafkammer. Hä, warum? Weil irgendwas will ich schon finden und dann geht der Puls schon hoch. Ich kann Kartoffeln nicht einlagern? Ja, jetzt wird's verrückt. Ja, kann ich auch nicht. Bei mir liegen die hier unten in der Halle drin, ey. Das liegt einfach daran, ich habe ein bisschen zu hohen Blutdruck, schon immer. Also schon sehr, sehr lange Zeit, circa 10 Jahre. Und muss dann ein kleines Medikament dagegen nehmen. Und deswegen lasse ich einmal im Jahr mit so einem 24-Stunden Blutdruckmessgerät überprüfen, wie mein Blutdruck sich aktuell so entwickelt hat. Einfach, ob er höher geworden ist, ob das passt. Oder ob er niedriger geworden ist, auch durch den Sport, weil ich ja ein bisschen, weil ich auch immer mal eine Cardio-Einheit einlege, was gerade fürs Herz-Kreislauf-System ja ganz gut ist. Und deswegen, ja, dass eigentlich dem Blutdruck entgegenkommt. Und ja, deswegen lasse ich das einmal mehr überprüfen. Also ich bin jetzt nicht krank, ich habe jetzt nichts oder sonstiges, auch wenn es einige freuen würde. Spaß. Genau. Das nur zur Info. Du hattest gestern einen Post rausgekloppt bei YouTube. Ja, was so ist mit der V4 und hast ein paar Sachen da verkündet und sowas. Ich weiß gerade gar nicht mehr alles. Du hast da, glaube ich, 2 oder 3 Ankündigungen gemacht. Ja, genau, das Lego-Video um 18 Uhr, dass dein Lego-Video kommt um 18 Uhr und blabiblub. Und ja. Dann schrieb einer darunter, bei dir unter dem Post, da scrollt man so durch YouTube und man sieht immer seine hässliche Fratze auf YouTube. Und ich habe ihn schon deabonniert, hat er drunter geschrieben. Aber da muss ich sagen, da ist der Algorithmus doch on point. Ja, wollte ich gerade sagen. Da ist endlich mal alles richtig gemacht. Und ich habe eigentlich gewartet. Ich habe am Tag noch 3-4 Mal aktualisiert, aber da schreibt keiner was zu. Aber ich kann auch zum Beispiel, andere kann ich nicht unter dem Post kommentieren. Da hat einer hatte auch was gefragt wegen Freezy und hat sich auch bedankt bei mir. Und ich wollte sagen, oh, das ist aber lieb von dir. Ich konnte den nicht kommentieren. Ich weiß, das hast du manchmal, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Das hatte ich auch schon mal. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Aber da wäre ich auf jeden Fall an dieser Stelle, falls du das Video guckst, weil du mich deabonniert hast, aber trotzdem geil findest. nein, Spaß. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, in dem Moment, mein Freund, und das meine ich ernst, wo du meine Videos nicht mehr schaust und meine Fratze nicht mehr siehst, sitze ich bei dir am Frühstückstisch neben deiner Mutti. Mein Freund, dann zieh mal nämlich andere Seiten auf. So, dass du gleich Bescheid weißt, ja? Nein, Spaß. Keine Ahnung, warum man sowas schreibt. Ach, keine Ahnung. Komische Männchen. Komische Männchen. Aber ich war heute mal wieder positiv überrascht. Ich hatte heute einen Post gemacht über meinen Lieblings-Star Wars-Dingen bei Instagram und habe da so ein bisschen erzählt. Ich sag so, und ich habe hinten einen Dreier, der ist so dunkelgrau und normalerweise ist das hellgrau. Und ich sag, das stört mich. Ich gucke da die ganze Zeit drauf hin, Alter. Ich hatte, glaube ich, 25 Anfragen. Ich habe so einen Dreier, den kann ich dir gerne zuschicken. Aber, ach so, ja. Aber ist alles nicht nötig. Wir fahren am Samstag, fahren wir nach Oberhausen zum Lego Store. Was hast du mir vorhin noch erzählt?
Ja, das ist aber... Was soll ich machen? Das ist ja nicht dein Ernst, Alter. Nein, aber nur zum Gucken. Das zum Gucken. In Lego Store zum Gucken. Ja, sicher, so machen, ey. Ich habe ja schon viel Blödsinn gehört, aber das ist eindeutig der Beste. Das ist natürlich hart, Alter. In Lego Store, da weißt du aber, da ist vorbei. Ja, ich weiß. Aber gut, das Einzige, was dort abschreckend ist, das sind die Preise halt hardcore. Ja, ja. Also da kriegst du es, da kostet es halt alles richtig Geld. Ne? Ja, ich bin in letzter Zeit am gucken. Ein Modell würde ich noch ganz gerne haben, das ist von Druiden Boost heißt das, von Star Wars. Da hast du 3 Druiden, weil die kannst du mit einer App steuern lassen, Motor mit bei und alles drum und dran. Der liegt im Lego Store bei 199 Euro. Mhm. Bei Amazon kriegst du das schon für 150 und auf andere Seiten, da geht das schon fast runter auf 60, auch der Yoda. Der dahin ist. Der kostet im Lego Store 99 und auf anderen Seiten kriegst du den schon für knapp 60 Euro. Also, ich will jetzt hier keine Werbung für andere Seiten machen, aber ich weiß nicht, was Lego da an Preise vorgibt, ey. Bist du wieder da? Ja. Der Drescher ist nicht mehr auf der 77. Ich bin schon unterwegs auf Feld 55, nee, 50. Also, ist das selber? Nee. Hey, das sind so ja drauf. Hast du vorher abgebogen? Nee. Nee, da stand kein Anhänger am Hof. Ich wollte bloß schon mal den Weg eigentlich. Naja, warte, bleib stehen bitte. Wo bist du denn? Ach dort, bei der 53. Gut, ich fliege mit dem LKW zu dir. So, hau schon mal den Rohr raus und bring dich in Position. Klingt zwar doof, ist aber so. Yep. Perfekt. Punktlandung. Gut, sag Bescheid, wenn du abgebunkert hast, dann komme ich zum Feld 50. Oder warte mal, wie viel hast du denn drin? Irgendwas bei 11.000. Hafer, was haben wir denn auf der 50? Soja. Warte mal, Hafer. Ist die 56 erntereif? Nee, scheiße. Bei der wäre auch Hafer drauf gewesen. Okidoki, nützt nix. Muss ich erst auslernen, weil sonst. Wir haben hier, warte mal, Soja. Ach so, und dann Raps. Soja könnte eigentlich in den Anhänger hinten reingehen, oder? Das ist ein größeres Feld. Naja, aber. Na, wir schauen mal. Ich stelle den mal hin. Wenn es nicht reingeht, geht es nicht rein. So, steht am Feldrand, gell? Jo. Danke dir. Also Technik, wie gesagt, die sehen alle geil aus, aber ist einfach nichts für mich so. Ich habe geguckt, ich wollte mir so einen Porsche in der Sportvariation holen, der war auch nicht teuer, ich glaube 49 noch was oder so. Sieht schick aus, aber ich kann damit nichts anfangen. Weiß nicht, ist nicht so meins. Mag diesen Star Wars Scheiß. Ist auch geil. Ah, hi. Bist du gerade über mein Feld gepaced hier oder was mit deinem Anhänger? Das ist mein ganzes... Frucht hast du verdichtet und kaputt gefahren, da wächst doch nichts mehr. Wenigstens mal was dicht. So. Das glückt ja hier. Da sind noch die Fußspuren zu sehen. Hallo. Müssen wir ganz kurz stören. Und zwar geht es um... Ach du Scheiße, jetzt rasselt es aber mit Kartoffeln hier. Und zwar geht es um Hühner. Hühnerlieferung. Wie viele Hühner könnt ihr mir mit einmal liefern? Einen Augenblick. Oder sag mir am besten, was kostet ein Huhn die Lieferung?
Ja. Das können sie sich so sehr selber holen, weil in die LKWs oder beziehungsweise. Stimmt, hast recht. Die Anhänger können wir ja keine Hühner transportieren. Hast recht. So, und jetzt muss ich nur wissen, wo. Wahrscheinlich beim Tierdings, ne? Entweder beim Tier oder direkt bei ihrem Stall. Beim Stall ist irgendwie nix, oder? Tiermenü öffnen. Ah ja. Was meinten ihr? Brauche ich einen Hahn? Komm, zwei Hähne gehen immer. Nee, brauche ich einen Hahn? Mal ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Huhn. Dachte, du bist der Hahn im Korb. Aber hallo. Schön wär's. Tja, und wer hat jetzt mitgezählt? Ein Huhn kostet 50. So. Nee, warte mal, das was wird lustig. Ja. Ach, 75. Doppel S. Nee, 210, 65. Okay. Herr Malus, bitte einfach zur Strafkammer. Kurz mal. Warum? Was ist los? Chat. Bitte, ja, Chat. Moment. Sehe ich irgendwo, wie viel in dem Stall drin sind an Hühnern? Wenn ich aber zwei Hühnerställe jetzt, woran sehe ich denn, wie viel da drin ist? Wenn da keine Anzahl steht, musst du zählen. Ach, großer Hühnerstall. Alles klar, das ist, okay, das ist voneinander getrennt. 65 mal 60 sind, 6 mal 6 sind 36. Keine Ahnung. Habe ich jetzt? 108, passt. Gut, dankeschön. Ja. Hallo, ja, was gibt's? Hallo, Herr Manus. Hallo, Herr Strafkammer. Herr Manus, wie Sie sich vielleicht noch erinnern können, hatten wir doch das eine Mal drüber gesprochen, wo es um das Würstchen ging. Ach, das Würstel. Ja. Und Herr Manus, es hat sich nun herausgestellt, möchten Sie vielleicht vorher noch irgendwas dazu sagen? Bin mir nicht mehr sicher, was ich schon gesagt hatte. Also Sie hatten gesagt, dass das... Und lassen Sie doch bitte den Ballenanhänger in Ruhe. Ja, ist ja in Ordnung. Sie hatten doch vorher gesagt, dass das so, wie es Ihr Kontrahent geschildert hat, dass Sie ihm doch gesagt haben, dass er doch mal zu mir runterkommen kann und sagen kann, so und so sieht's aus. Das hatten Sie ja vehement abgestritten. Nun ist es aber so, Herr Manus, das Videomaterial belegt, dass Sie aus der Strafkammer zu Ihrem Kontrahenten gegangen sind und gesagt haben, so, dem habe ich es jetzt aber gegeben, geh doch mal runter und sag ihm das doch mal. Und das tat Ihr Kontrahent natürlich, kam nach einiger Zeit wieder hoch und hat zu Ihnen gesagt, er hat es gemacht und Sie ganz entbost oder erstaunt vielmehr, nee, hast du nicht gemacht. Also, Herr Manus, ich... Naja, aber habe ich das mit dem Würstchen gesagt oder nicht? Also, Sie haben nicht Würstchen gesagt, aber Wurst. Ach, Wurst? Das ist ja um einiges schlimmer. Nee. Aber seht ihr mal so, ich habe eine extrem positive Beziehung zu Würsten. Also, so ist nicht, und da meine ich jetzt keine Kackwurst und auch keine Pullermannswurst, sondern da meine ich wirklich die Thüringer Rostbratwurst. Herr Strafkammer. Können Sie sich absolut nicht rausreden und das macht so. Und ich glaube, Sie als echten Thüringer, ja, als Rostbratwurst zu bezeichnen, ist eher ein Kompliment wie eine Beleidigung, Herr Strafkammer. Wie sehen Sie denn das? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind Sie auf meiner Seite. Können Sie mir erzählen, was Sie wollen? Herr Mannes, Sie kommen aus der Sache so oder so nicht raus. Ja, dann erzählen Sie mal. Ich verstehe jetzt nicht, um was ist da, was ich jetzt da... Wollen Sie mir da jetzt aber nicht wegen so einer kleinen Lappalie, Späßchen einfach mal... Also, Herr Meines, es ist ja nicht nur das. ganz kurz, das müssen wir echt auf die zweite verschieben. Okay. Einfach mal hier kurz abspeichern und Moment. Und
Dann muss ich nur Schafe kaufen und das wär's. Ja. Hey. Ja klar, du. Wir sind gut rüber. Oh, ja. Okay, ja, dann moderier ab. Ja, mach du mal. Bei mir brummt's gerade. Okay, gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Hab jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei McManus vorbei, spioniert da mal ein bisschen rum. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.